Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Ich sag mal, der Herr hat mir ins Herz geflüstert, dass er seinen Willen dir schon klar gemacht hat. Gott will was von dir oder er will, dass du was lässt. Und du hast die Einstellung, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Gott will was von mir, aber das mache ich irgendwann anders. Und so lässt er das schleifen. Und der Herr sagt, es ist an der Zeit, das, was ich dir aufgetragen habe, zu tun oder für andere zu lassen. Amen. Denn ich habe Segen für dich, den du erst dann bekommst, wenn du mir gehorchst. Ohne Gehorsam kein Segen. Sag mal mit mir, ohne? Ohne. Gehorsam kein? Gehorsam kein Segen. Ohne Gehorsam kein Segen. So ist es. Amen. So ist es. Ich war neulich auf einer Konferenz und war beim Essen fassen. Ich denke, es war Frühstück. Hat mir jemand hinten angeklopft an der Schulter, habe mich umgedreht, war jemand da und hat gemeint, Herr Heunle, ich kenne Sie aus dem Internet und so, ich wollte mich mal bedanken. Und es ist sogar ein Satz von Ihnen hängen geblieben. So ist es. Der Satz, so ist es. Ich habe mir gedacht, so ist es. Was willst du machen? Na gut. Okay. Also, der Herr hat dir was aufgetragen. Und du sollst jetzt in die Gänge kommen und es tun. Du blockierst deinen eigenen Segen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, geh runter von der Leitung. Wir schlagen mal Johannes Kapitel 3 auf. In den ersten 21 Versen des Johannes Kapitel 3 begegnet Jesus einem Mann namens Nikodemus. Ich habe ihn für mich persönlich umbenannt. Für mich heißt er Nikodianus. Wisst ihr, wer Janus ist? Nach dem ist der Januar benannt. Das ist der römische Gott mit zwei Gesichtern. Der schaut einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. In anderen Worten, der hat Augen im Hinterkopf. So, das ist einer, der sich nicht so ganz entscheiden kann. Januar heißt deswegen Januar, weil er einmal in die Vergangenheit schaut und einmal in die Zukunft schaut, einmal ins alte Jahr, einmal ins neue Jahr. Aber das ist die Mythologie. Sache ist die, wenn du zu viel nach hinten schaust, dann schaust du nicht genug nach vorne und dann blockierst du dich selber. Und der Herr sagt zu dir heute Morgen, du lebst in den Tag hinein, ohne das zu tun, was ich dir aufgetragen habe. Du sagst, ja, komm schon noch dazu, mache ich. Oder muss erst noch drüber nachdenken oder was auch immer. Und auf diese Art und Weise sorgst du dafür, dass dein Leben verplätschert. Du lebst in den Tag hinein, dein Leben verplätschert. Und den Segen, den ich für dich habe, den erlebst du nicht. Und irgendwann, nach Jahr und Tag, stehst du dann da und denkst dir, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht? Nichts, zu wenig. Genau diesen Zustand wollen wir heute verhindern. Johannes Kapitel 3, habt ihr in der Zwischenzeit? Vielleicht schiebe ich noch einen Satz aus Jakobus Kapitel 1 voraus. Jakobus Kapitel 1, Vers 8. Ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in allen seinen Wegen. Wenn Gott zu dir spricht, du sollst was tun und du tust es nicht, dann kommst du auch so von selber nicht in die Gänge. Dann bist du jemand, dessen Leben so verplätschert, in den Tag hinein mehr oder weniger lebt, der keinen Plan hat, der keine Ziele ansteuert. Mehr muss ich da jetzt gar nicht lesen. Jetzt gehen wir mal zu Nikodemus. Und ich erkläre da und zitiere da einige Sachen. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Also es war einer, der was zu sagen hatte. Es war ein Adliger und er war ein Mitglied der Partei der Pharisäer. Die waren politisch engagiert. Ja, Nikodemus war politisch engagiert. Die haben von Jesus gehört, denn Jesus ist nach Jerusalem gekommen und hat dort gelehrt und gepredigt und geheilt und die Kunde von ihm ist wie ein Lauffeuer durch die Straßen von Jerusalem gegangen. Alle haben über Jesus geredet. Und jetzt kommt dieser Nikodemus zu ihm. Dieser kam zu ihm bei Nacht. Warum kam der bei Nacht? Warum kam er nicht bei Tag? Weil Jesus umstritten war. Man wusste nicht genau, wie man ihn einordnen soll. Allerdings, als Nikodemus Jesus reden hat hören, predigen hat hören, da hat ein Pfeil sein Herz durchbohrt und er wusste ganz genau, da vor mir steht der Messias Gottes, da vor mir steht der Messias. Ich spüre es in meinem Herzen, der muss gar nicht weiterreden, ich merke das. Das ist wie die Sonne, die plötzlich auch durch die Wolken aufgeht. Ich spüre die Wärme. Hast du schon mal die Sonne gemerkt? Im Jahr April vielleicht, da ist es noch kalt, plötzlich gehen die Wolken auf und es wird warm und du stehst da und hältst das Gesicht in die Sonne. Genau so ist es dem Nikodemus gegangen. Der wusste, wer da vor ihm steht. Und er dachte sich, wenn das der Messias ist,
da muss ich schauen, dass ich den für meine Partei gewinne. Denn wenn der in unsere Partei einsteigt, dann gewinnen wir die nächsten Wahlen. So hat er gedacht. Aber nachdem Jesus umstritten war und man sich nicht darauf geeinigt hat, dass er wirklich der Messias ist, noch nicht einmal, dass er ein Prophet ist, im Moment war er einfach nur ein Lehrer, der so gepredigt hat und Wunder getan hat, dass man mit dem Staunen gar nicht nachkam. Der war einfach das Gerede in der Stadt. So, deswegen kommt Nikodemus jetzt bei Nacht, damit ihn seine Pharisäerkumpels nicht sehen. So ist es wie du. Du schaust christliche Sendungen an und hängst mit Atheisten ab, bist stolz auf deinen Atheismus und auf deine kritische Einstellung zur Bibel und so, kommst aber von christlichen Sendungen nicht los und schaust sie an. Natürlich, um sie zu widerlegen und zu diskreditieren. Ha! Du schaust sie an, weil du in deinem Herzen ganz genau diesen Sonnenschein merkst, den Sonnenschein Gottes. Du kannst es nicht artikulieren, du kannst es nicht sehen, aber du weißt ganz genau, wer dich anstrahlt. Jesus winkt dir und sagt, komm endlich rüber auf meine Seite. So ist es. Und wenn deine Kinder heimkommen und du bist gerade in der Küche als Mutter, als junge Mutter, ja, und machst da das Essen und deine Kinder erzählen dir, wie sie dem Religionslehrer ordentlich Zunder gegeben haben. Da stimmt doch was nicht beim Marsch durch das Rote Meer, das gibt's doch nicht, das ist doch unwissenschaftlich. Da warst du so stolz auf die atheistische Erziehung deiner Kinder. Gleichzeitig weißt du ganz, ganz genau, dass Gott die Sonne der Menschen ist. Du spürst es, du fühlst es, du bekämpfst das Licht. Was soll denn das? Und so kommt es also auf Nikodemus bei Nacht. Er kommt bei Nacht, damit ihn seine Pharisäerkumpels nicht sehen. Weil sonst könnten sie ja zu ihm sagen, was machst du bei diesem Jesus? Was hängst du bei diesen Christen ab, sag mal? Warum bist du nicht mehr bei unseren Freidenkern dabei oder bei uns bei der Partei? So, er spürt den Zug Christi, gleichzeitig wehrt er sich und will sich nicht für ihn entscheiden. Er hängt noch ein bisschen rum. Und er fängt an zu reden. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, denn es sei denn, Gott ist mit ihm. Er sagt in anderen Worten, du, ich merke ganz genau, du bist der Messias, du bist es. Das artikuliert er hier mit seinen eigenen Worten. Unausgesprochen hängt natürlich im Raum, tritt ein in unsere Partei. Wahrscheinlich macht Jakobus die Tasche auf, Nikodemus die Tasche auf und schiebt ihm einen Parteiausweis rüber von der Pharisäerpartei. Ihr wisst schon, ein Parteibuch. Rabbi, ist alles schon vorbereitet. Du musst nur noch unterschreiben. Wir machen dir eine Bühne. Wir machen Werbung für dich. Die ganze Pharisäerpartei wird sich hinter dir vereinigen. Wir sind so stolz drauf, dass es einen Patrioten gibt, der so denkt und so ist wie du. Und Jesus ist hier überhaupt nicht geschmeichelt. Nicht im geringsten. Jesus fängt sofort an und wischt die ganze Politik und diese ganzen Sachen weg. Er sagt in Vers 3, wahrlich, wahrlich. Im Urtext, Amen, Amen. Falls du dich fragst, was Amen bedeutet, es bedeutet wahrlich. So ist es. So ist es, sagt Jesus hier. So ist es, ist die fränkische Form von Amen. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ihr denkt, das Reich Gottes kommt durch einen König. Es kommt ein goldenes Zeitalter, wenn die richtige Partei in der Regierung ist. Jesus sagt, kannst du alles vergessen. Du musst von Neuem geboren werden in deinem Herzen. Gott zieht dich, nicht damit du in eine Partei einsteigst, sondern damit dein Herz verändert wird. Und nur er kann dein Herz natürlich verändern. So Jesus sagt, vergiss die ganze Politik. Nicht das Äußere zählt. Denn mit Gesetzen kannst du Menschen nur zum richtigen Verhalten zwingen. Gott ist aber nicht an Zwang interessiert, sondern daran, dass du automatisch von dir aus freiwillig das Richtige tust. Und die Kraft, freiwillig das Richtige zu tun in einer kritischen Situation, die kann dir nur Gott geben. Und dazu musst du von Neuem geboren werden. Schau, Gott hat zu dir gesagt, schalt endlich den Dreckspornogramm ab.
Und du sagst, ja, würde ich gerne, aber irgendwie kann ich nicht. Wenn Gott zu dir sagt, und du spürst es in deinem Herzen ganz klar, du sollst damit aufhören, es ist nicht gut für dich, du merkst, dass es nicht gut für dich ist, dann gibt er dir die Kraft, das auszuschalten. Du sagst, nein, schau, das ist die Kraft der neuen Geburt. Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 6, dass die Sünde nicht über dich herrschen wird, denn du bist unter der Gnade. Du bekommst von Gott Vergebung für diese Dinge, erstens. Und zweitens, er gibt dir die Kraft zu widerstehen. Der Herr sagt zu dir, lass es mal, beherrsch dich mal 3 Wochen. 3 Wochen. 3 Wochen ohne. Und dann schau, was passiert. Der Herr bietet dir Freiheit an. Freiheit von Dingen, in die du verstrickt bist, aus denen du heraus willst und aus denen der Herr dich herausruft. Okay, gut. Wir machen weiter mit Nikodemus. Nikodemus denkt, es bricht ein goldenes Zeitalter an, wenn die richtige Partei in der Macht ist. Und Jesus sagt, kannst du vergessen, du brauchst eine Erneuerung im Herzen. Die Erneuerung beginnt nicht durch die Politik von oben nach unten, sondern im Herzen von unten nach oben. Und Nikodemus sagt, ja, wie kann ein Mensch von neuem geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal in seine Mutterleib hineingehen und geboren werden? Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, pass auf, so ist es. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes nicht hineingehen. Aus Wasser geboren ist die natürliche Geburt. Ich war bei 2 Geburten dabei, reicht mir. Da bricht das Wasser und dann kommt das Kind. Geburt aus Wasser. Und dann gibt es aber noch eine neue Geburt, eine andere Geburt. Die Geburt aus Geist. Du wirst geistlich von neuem geboren. Dadurch, dass du Jesus in dein Leben einlässt, dass du an ihn glaubst und auf deine Hoffnung auf ihn setzt, dass er der Mittler zwischen dir und Gott ist, dass er ein gutes Wort für dich einlegt, dass er dich innerlich erneuert, neu macht, deine Sünden vergibt und dir die Kraft gibt, zu überwinden. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn hin, wir nehmen das einfach an, alle sind hier Christen bereits. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du hast Überwinderkraft. Jetzt lass er raus. Jesus sagt, wenn jemand nicht aus Wasser oder Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes nicht hineingehen. Also du kommst ins Reich Gottes, in den Bereich des Segens, in den Bereich der Versöhnung mit Gott, durch die neue Geburt. Es gibt keinen anderen Weg. Was aus dem Fleisch geboren wird, jetzt erklärt Jesus das extra nochmal, was aus dem Fleisch geboren ist, ein Baby, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren wird, ist Geist, es ist was Inneres. Baby wird äußerlich geboren, dann Geist im Innern. In Sündentod der Geist, der wird von Neuem geboren. Und dann bist du geistlich lebendig. Und es ist ein himmelweiter Unterschied. Also ich habe einen gigantischen, gewaltigen, himmelweiten Unterschied gemerkt, als ich von Neuem geboren wurde im Herzen. Du auch. Amen. Und das heißt der Herr für dich genauso. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen wohl. Du siehst es aber nicht. Ne? Er sagt, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Du kannst den Wind nicht sehen, aber du siehst seine Auswirkungen. Du siehst, und Jesus sagt es ja, wenn der Wind in den Baum hineinfährt, dann wackeln die Blätter und dann weißt du, oh ja, der Wind hat es gemacht. Und genauso, wenn der Geist Gottes in dich hineinfährt, dann tust du plötzlich Sachen, die gottgemäß sind, Dinge, die gut sind. Du tust dann plötzlich Dinge nicht mehr, die schlecht sind, wenn du mit Gott gehst, wenn du ihm Raum gibst. Und davon ist heute die Rede. Der Herr hat dir was aufs Herz gelegt, er will was von dir oder er will, dass du was lässt. Und jetzt kommst du wirklich drauf an. Wenn du die neue Segensstufe erreichen willst mit dem Herrn, dann musst du auf ihn eingehen. Ohne Gehorsam gibt es keinen Segen. Kannst nur sagen. So ist es. Nikodemus sagt, puh, wie kann dies geschehen? Also ich verstehe nur Bahnhof, Jesus. Und Jesus sagt, du bist ein Bibellehrer Israels und du hast keine Ahnung von diesen Dingen? Hast nie Psalm 22 gelesen, Jesaja 53, du hast nie davon gelesen, andere Stellen gibt es auch noch, in denen vom Messias die Rede ist und von der neuen Geburt, von dem neuen Herzen. Hesekiel spricht davon, das Herz aus Stein wird ausgetauscht, es kommt ein Herz aus Fleisch hinein. Wir werden alle vom Geist Gottes gelehrt sein, alle diese Dinge, die weißt du gar nicht. Bist du für ein Lehrer, sagt dann Jesus zu Nikodemus. Du bist der Lehrer Israels und weißt es nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Jesus sagt hier zu Nikodemus, du zierst dich. Glaub an mich. Glaub an das, was ich sage. Und komm rüber in mein Lager.
Gott zieht dich und jetzt kommt es auf dich drauf an, diesen Schritt zu machen in die Nachfolge Christi. Ich habe neulich einen Artikel gelesen von einem hochstudierten Philosophen, sehr kritisch dem Christentum gegenüber, der sagt, was ist es für ein Gott, der sagt, ich liebe dich, liebes Menschenkind. Entscheide dich für mich. Und wenn du dich nicht für mich entscheidest, dann werfe ich dich in die Hölle und bestrafe dich für immer. Was ist das für eine Religion? Was ist das für ein Gott? Und es gibt wahrscheinlich massenweise Leute, die sagen jetzt, ja genau. Du musst es richtig verstehen. Jesus führt weiter aus nachher, dass er nicht gekommen ist, um die Leute zu verurteilen, sondern um sie zu erretten. In der Wüste hat er eine Schlange aufrichten lassen, dass alle, die sie angeblickt haben, geheilt werden konnten. An ihrer Misere, an ihrem Fluch waren sie selber schuld und nicht Gott. Schau, du, wenn dich gegen Gott entscheidest, wie gesagt, dann entscheidest du dich gegen das Licht, gegen alles Gute, gegen die Sonne, dann entscheidest du dich für die Kälte und die Dunkelheit. Wenn du zu Gott sagst, ich will dich wirklich nicht, nie, dann zieht sich Gott vollkommen von dir zurück. Dann steckt er dich an einen Ort, an dem er nicht ist, weil du es ja so willst. Er tut dir nur deinen Willen. Und wenn du an einem Ort bist, an dem Gott nicht ist, nichts mehr von ihm übrig ist, nichts, keine Gegenwart Gottes, kein Segen, kein Restsegen, nichts mehr. Weißt du, wo du dann landest? An einem Ort namens Hölle. Dort ist Gott nicht mehr. Dort ist er nicht mehr. Und Gott sagt jetzt, ihr habt alle gesündigt und in eurem Herzen einen Zustand erworben, der euch verurteilt. Ihr habt euch in eurem Herzen, als ihr gesündigt habt, gegen mich entschieden. Deswegen seid ihr jetzt verurteilt, an einen Ort zu gehen, an dem ich nicht bin. Und Gott sagt, ich will das aber nicht. Deswegen rufe ich dich heute und sage, komm rüber zu mir. Dann bist du in Ewigkeit gerettet. Und dann geht es dir gut. Dann hast du Frieden für deine Seele. Endlich Frieden. Komm zu mir, sagt Jesus. Ihr mühseligen und Beladenen, und ich gebe euch Frieden. Du wirst immer noch genug Unfrieden in deinem Leben haben, aber es gibt einen tiefen inneren Grundfrieden, den du als Christ hast. Denn auch wenn dir ein Hochhaus auf den Kopf fällt, du weißt, wo du hingehst. Du wirst dann lediglich wumms befördert und bist dann halt ein bisschen schneller beim Herrn als wir. Das gibt dir einen Grundfrieden, okay? Die Angst vorm Tod und Angst vor der Ewigkeit ohne Gott ist dann weg. Aber das bekommst du nur dann, wenn du endlich seinem Verben nachgibst und Ja zu ihm sagst. So also, komm zu ihm. Jesus führt es auf, ich lese es euch vor. Ich habe mir nur vorgegriffen. Er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3,16. Die Welt geliebt. Die Stinker, die schwierigen Menschen in deiner Umgebung hat er so sehr geliebt, dass er nicht wollte, dass sie zur Hölle fahren, sondern dass sie gerettet werden. Deswegen hat er seinen eingeborenen Sohn gesandt, der am Kreuz die Sünden für dich und für mich getragen hat. Er hat dich losgekauft. Er hat für dich einen Eintrittsschein nicht nur in den Himmel, sondern in den Bereich des Segens auch jetzt hier unten schon auf der Erde gelöst. Denn wenn du im Glauben lebst, dann lebst du ein gesegnetes Leben. Und dann geht es mit dir besser als mit anderen Leuten. Kommt immer noch stark auf dich an, aber im Grunde ist es genauso. Also, Jesus will dich nicht verurteilen, er will dich retten. Lass dich retten. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. Schau, die Welt ist richtenswürdig, aber er will nicht. Er hat keine Lust dazu, das zu tun. Er hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er sie richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er sich gegen Gott entschieden hat. Wenn du dich gegen Gott entscheidest, dann musst du dorthin gehen, wo Gott nicht ist. Weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, weil ihre Werke böse waren. Sie haben sich nie dazu aufraffen können, sich für Jesus zu entscheiden. Sei du keiner und keine, die sich nicht für Jesus entscheiden kann, die sich immer nicht aufraffen kann, die das immer auf morgen vertagt. Du musst was wissen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt einen Punkt, den immer wiederkehr. Punkt, den immer wiederkehr ist, wenn du in einem Ruderboot sitzt und du fährst auf einen Wasserfall zu.
Der Wasserfall kommt unweigerlich irgendwann. Und du kannst bis zu einem bestimmten Punkt immer noch ausweichen und ans Ufer rudern. Aber irgendwann ist der Sog des Wasserfalls so stark, dass du nicht mehr widerstehen kannst. Dann kannst du rudern und machen und tun, dann kannst du schreien und sagen, ich habe es nicht so gemeint, wie auch immer. Zu spät. Es gibt ein zu spät. Und dann fällst du den Wasserfall runter. Und der Herr möchte nicht, dass du an diesen Ort kommst. Schau, das Segensfenster, das schließt sich auch irgendwann. Lass mich das jetzt zusammenfassen. Was sagt Jesus hier zu Nikodemus? Erstens, in Vers 3, du musst von neuem geboren werden. In Vers 16, Gott liebt Sünder. Du musst nicht vollkommen sein. Du musst nicht erst gut werden und dich dann bekehren. Du musst dich als Sünder bekehren, als jemand, der wirklich im Dreck steckt. Als solcher musst du dich bekehren. Dann kriegst du von Gott die Kraft, rauszukommen. In Vers 17, Gott will retten. In Vers 20, lebe nicht mit Geheimnissen. Es gibt Leute, die mit Geheimnissen leben. Und du musst dich entscheiden, entweder für den Betrug oder für die Ehrlichkeit. Es gibt Leute, die lassen sich auf der Arbeit einstempeln, obwohl sie gar nicht auf der Arbeit sind. Die kommen erst eine Stunde später. Ich weiß von jemandem, der da nicht mitgemacht hat. Alle, die ganze Schicht hat 2 Stunden Mittag gemacht statt eine. Die haben sich gegenseitig eingestempelt. Und einer, der Christ, der hat gesagt, ich bin Christ, ich kann da nicht mitmachen. Da haben sie gesagt, okay gut, dann wirst du in der Schicht viel, viel allein arbeiten und Aufgaben tun, für die man eigentlich 2 braucht oder 3. Und er hat es gemacht. Der hat nicht mitgemacht. Und dann haben die den voll auflaufen lassen. War richtig schmerzhaft. Aber dann ist was Interessantes passiert. Es war Nachtschicht. Und in dieser Nachtschicht hat das Management, der hat nachschauen lassen, wie es da so läuft in der Nachtschicht. Dann haben die das mitgekriegt. Und die haben mitgekriegt, dass unser Christ da nicht mitmacht. Dann haben sie ihn zum Chef gebeten, haben gesagt, also wir haben rausgefunden, was der Sache ist und dass du nicht mitmachst. Wir machen es deswegen jetzt so, wir machen dich zum Chef der Nachtschicht. Das ist ganz gut. Auf die Art und Weise hat er mehr bekommen, ist belohnt worden für seine Integrität. Ist doch schon mal nicht schlecht. Warum? Weil er sich entschieden hat, nicht mit Betrug zu leben. Und der Herr sagt zu dir, du lebst schon viel zu lange mit Betrug. Du betrügst, du weißt ganz genau, magst nicht mehr. Es kommt nämlich der Zeitpunkt, an dem der Zug abgefahren ist. Und dann kommst du in Tendenzen hinein, die du nicht mehr kontrollieren kannst. Dann plötzlich tust du Dinge, von denen du eigentlich weißt, dass sie verkehrt sind. Und die sind so übertrieben, dass sie dir massiv wirklich schaden. Ich komme da gleich noch drauf. Lass mich noch ein paar andere Sachen auch sagen. Steuern. Es gibt Leute, die seit Jahr und Tag bei ihren Steuern sehr, sehr kreativ sind. Wisst ihr, dass Jesus seine Steuern bezahlt hat und dass der Vater im Himmel ihm geholfen hat, seine Steuern zu bezahlen? Als mal Judas wieder die Kasse ausgeraubt hat und die Aufseher Steuern haben wollten, Tempelsteuern haben wollten, kamen sie zu Petrus und haben gemeint, zahlt euer Meister hier keine Steuern für den Tempel? Doch. Also wo ist es dann? Lass Kohle rüberwachsen. Und Judas sagt, und zieht die leere Hosentasche nach außen, ja, wir haben leider nichts. Dann geht er zu Jesus. Und Jesus sagt, eigentlich ne, müssten wir gar keine Tempelsteuer bezahlen, weil ich der Sohn Gottes bin. Aber damit wir ihnen kein Ärgernis geben, mach Folgendes. Und dann schickt er Petrus zum Angeln und er sagt, dem ersten Fisch, den du rausziehst, schau in sein Maul, da ist eine Münze drin, die Steuer für dich und mich. Petrus macht es und dann kann er die Steuer bezahlen. Gott hilft dir, deine Steuern zu bezahlen, deine Rechnungen überhaupt zu bezahlen. Amen. Danke für das donnernde Amen. Amen. Okay, oh Mann, oh Mann, oh Mann, pass auf. Ehefrau oder Geliebte. Das ist ja, oh Pastor, hör auf. Du kennst meine Frau nicht. Oder es geht auch andersrum, du kennst meinen Mann nicht. Du weißt nicht, wie der ist. Du ja, mag ja sein. Aber der Herr sagt das doch zu dir. Lass sie oder lass ihn. Jetzt ist noch Zeit. Denk an die Konsequenzen. Das wird tragisch für dich und für die Kinder und für die Frauen überhaupt. Gib ihr den Schlüssel zu ihrem Apartment wieder zurück. Okay, gut. Gut, ich habe jetzt vor allem zu Nichtchristen gesprochen, aber es gibt es auch für Christen.
Schau, der Herr, der sagt zu dir, ich möchte dich befördern auf eine neue Ebene. Ich habe mehr für dich, ich habe mehr für dich, mehr, mehr. Zum Beispiel die Geistestaufe. Der Herr möchte dich ausstatten mit geistlichen Gaben und mit der Fähigkeit, in Sprachen zu beten. Und du hast schon davon gehört und du denkst dir, ob das was für mich ist. Jesus sagt in Apostelgeschichte Kapitel 1, geht nicht aus Jerusalem weg, bis ihr angetan seid mit Kraft aus der Höhe. Diese Kraft aus der Höhe, die gibt es für dich auch. Du kannst dein persönliches Pfingsten erleben. Jemand kann mit dir beten, du kannst selber beten. Und dann beginnst du in Sprachen zu beten, in Sprachen zu sprechen. Und du sagst vielleicht, ja, ich weiß nicht, wozu das gut ist und überhaupt. Jesus nochmal sagt zu seinen Jüngern, geht nicht aus Jerusalem weg, bis ihr das habt, bis ihr diese Ausstattung habt. Wenn Jesus das zu seinen Jüngern sagt, wer sind dann wir, dass wir sagen, wir brauchen das nicht? Schau, hunderte von Millionen von Christen in der ganzen weiten Welt sind heutzutage geisterfüllt und beten in Sprachen. Und wenn du in Sprachen betest, dann versteht dein Kopf das nicht. Es sind auch keine natürlichen, irdischen Sprachen, denn das Wort Gottes sagt, niemand versteht es. Wenn ich in einer Sprache rede, 1. Korinther Kapitel 14, ja, dann betet mein Geist, der Verstand ist fruchtleer, denn niemand versteht es. Niemand, kein Mensch. Im Geist aber rede ich Geheimnisse. Mysterion ist das griechische Wort. Schau, Gott kann um die Ecke schauen, du nicht. Er weiß, was dir in der Zukunft passiert. Und er weiß, ob da einer steht, der dir das Bein stellen will. Der sieht die Probleme, die sich dir in der Zukunft stellen. Und er betet für eine Lösung für das Problem, von dem du noch gar nicht weißt, dass du es haben wirst. Und dann stellst du plötzlich fest, dass irgendwie alles besser flutscht. Also du musst natürlich dann auch ordentlich in Sprachen beten, nicht nur 5 Minuten hier und da. Sondern wann immer du Zeit hast, beim Autofahren, zur Arbeit, wieder zurück, unter der Dusche, sonst was. Du kannst deine Sprachen schmettern, ja, wie du möchtest. Es macht einen Unterschied, es macht einen gewaltigen Unterschied. Ich kann jetzt natürlich nicht auf diese Sache wirklich intensiv eingehen, aber wir haben Botschaften. Wenn du mich im Internet siehst, gib einfach in irgendeine Suchmaschine ein, das Sprachengebet, Pastor Gerd. Okay? Dann kommst du auf Botschaften, die sich damit befassen, und dann kommst du auf eine Broschüre, ein Heft, das wir gemacht haben, elektronisch, kannst du herunterladen, völlig umsonst, und da kannst du nachlesen, was das Wort Gottes dazu sagt. Dann kannst du selber dafür beten. Dann hast du diese Gabenausstattung und dann sind interessante Dinge möglich. Ja, hat mein Leben vollkommen verändert. Es kann aber auch sein, dass du auf Unverständnis stößt, wenn du dem Ziehen des Heiligen Geistes in diese Richtung endlich nachgegeben hast und es durchgezogen hast, dann kann es sein, dass du in deiner Gemeinde, die das nicht kennt, obwohl es vielleicht nette Menschen sind, dass du da aneckst. Ich denke da gerade an meine Schwiegerleute. Die haben plötzlich erkannt, hey, Geistestaufe ist für uns heute. Und dann haben die mit sich beten lassen, sie haben die Geistestaufe empfangen. Und dann sind sie natürlich begeistert gewesen und voll Geistes in ihre alte Gemeinde gegangen. Und dann haben die volle Begeisterung wieder rausgeworfen. Es kann sein, dass du dann nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt. Ich bin da so froh, dass es mir so gut gegangen ist da seinerzeit, 1982. Denn bei uns war der evangelisch-lutherische Pfarrer dafür. Der hat dann entsprechende Gastsprecher eingeladen, die über die Geistestaufe gepredigt haben. Das war damals in der geistlichen Gemeindeerneuerung. So bin ich geisterfüllt worden in der Sakristei von St. Michael im Markt Berotsheim in der hintersten fränkischen Provinz und habe in Sprachen gebetet. Halleluja. Mache ich bis zum heutigen Tag jeden Tag. Wenn ich jetzt schon dabei bin, lass mich noch was ansprechen. Du bist ein alter Geizhals. Der Herr sagt zu dir schon seit langem, unterstütze jetzt endlich mal mein Reich. Das hast du noch nie gemacht. Noch nie. Nie. Du profitierst davon, intellektuell und emotional. Man spricht zu dir, der Herr spricht zu deinem Herzen. Alles wunderbar. Du wirst getröstet, aufgebaut, ermahnt. Und du hast das Reich Gottes noch nie finanziell unterstützt. Der Herr sagt, jetzt mach halt endlich. Jesus sagt, ich wurde arm. Paulus sagt viel mehr über Jesus. Er wurde arm. Jesus wurde arm, der Christus wurde arm, damit wir reich würden. Und jetzt sagen besonders Schlaue natürlich, ja, das ist geistlich zu verstehen. Warum sagt Paulus das dann in einer Predigt über ein Opfer, das er einsammelt? Na,
Natürlich ist Wohlstand nicht das Wichtigste im Leben, sondern innerer Wohlstand. Von neuem geboren zu sein, geistlich reich zu sein, Einfluss zu haben bei Gott, sagen wir jemand Amen. Aber der Herr sagt trotzdem, du solltest da was sehen, du solltest da was tun. Der Herr liebt einen fröhlichen Geber. Er möchte, dass du gern gibst natürlich. Und dann sagt er dir, weil du bisher immer auf keinen grünen Zweig gekommen bist finanziell und von einer Finanzkrise in die nächste stolperst. Der Herr sagt zu dir, das wird doch so weitergehen. Du wirst nie Land sehen, bis du nicht anfängst, mich an deinen Finanzen zu beteiligen, sagt der Herr. Und bitte, ich sage jetzt nicht, dass du uns was schicken sollst. Das ist nicht mein Punkt. Mir geht es um dich, nicht um mich. Wir geben noch Geld weg in die Mission und sonst wohin, in soziale Werke. Kein Thema. Also wie gesagt, es geht um dich. Aber der Herr sagt, du wirst aus diesen finanziellen Problemen nie rauskommen, bis du nicht anfängst, mich zu beteiligen. Denn Paulus sagt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 6 oder 7 oder wo es steht, Gott ist fähig, euch alle Zeit, alle Genüge zu geben und Überfluss, damit ihr dann noch weggeben könnt. Ich mache das mit eigenen Worten. Okay, musst du mal nachlesen. 2. Korinther, Kapitel 9, fang da einfach mal an zu lesen. Das sind wunderbare Verheißungen für dich. Amen. Jetzt lass mich zu was Wichtigem kommen. Das Segensfenster schließt sich. Gott spricht jetzt zu dir. Er spricht jetzt zu dir. Er hat auch zu einem Mann namens Kain gesprochen. Denn sein Bruder war gesegnet und Kain war nicht gesegnet. Gott hat den Abel angelächelt und ihm gute Dinge widerfahren lassen. Und bei Kain ist es nicht so recht nach vorwärts gegangen. Und es hat ihn Kain furchtbar gestört, dass Gott den Abel angenommen hat, seinen Bruder, und ihn nicht. Und dann kommt Gott höchstpersönlich zu ihm und sagt zu Kain, hör mal, wenn du recht tust, dann fängt dein Angesicht an, sich zu erheben und dann kriegst auch du ein Lächeln ins Gesicht, gemalt von mir. Tu einfach, was dein Bruder tut und dann wird es auch mit dir was. Gott sagt ihm ganz klar, was er machen soll. Abel hat ein Lamm geopfert. Kain hat es nicht gemacht. Abel war Gott gehorsam, Kain nicht. Deswegen war der eine gesegnet und der andere nicht. Und Gott sagt jetzt zu ihm, ja, in Gottes Namen, jetzt schlacht halt auch ein Lamm. Aber Kain schlachtet kein Lamm. Er schlachtet seinen Bruder. Erinnert mich an bestimmte ideologisch verbogene Menschen, für die der Tierschutz das Wichtigste ist, die aber vollkommenes Verständnis für Abtreibung und solche Dinge haben. Also es ist irgendwie gruselig, für mich ist es gruselig. Leute, die sich für Tiere einsetzen, aber Menschen, Kain. Das ist der Echo des Geistes von Kain. Was ist dann passiert? Gott sagt zu ihm, ändere dich. Ich spreche ganz klar und deutlich zu dir und sage zu dir, was ich von dir will. Und jetzt sei so gut und tu das, damit du auch eintrittst und übertrittst in den Bereich des Segens, denn dort will ich dich haben, sagt der Herr. Dort. Auch du, auch für dich ist eine ganze Scheune mit Segen vorbereitet. Für dich auch. Aber jetzt kommt es auf dich an, jetzt musst du ja sagen. Und Kain macht es nicht. Anstatt dass er ein Lamm tötet, tötet er seinen Bruder. Natürlich ist es nicht von jetzt auf sofort passiert. Gott sagt zu ihm, Kain, die Sünde lagert vor der Tür. Nach dir ist ihr Verlangen, du aber sollst über sie herrschen. Was sagt der Herr hier? Er sagt, Kain, pass mal auf. Du mit deiner bockigen, schlechten Laune, du mit deinem Hass auf deinen Bruder, du mit deinem ständigen schlechten Reden über deinen Bruder, du mit deiner ätzenden Kritik über deinen Bruder, du fütterst die Sünde, du fütterst etwas in dir, das zum Schluss so stark wird und übermächtig wird, dass es dich kontrolliert. Dann beginnst du, die Kontrolle über dein Leben zu verlieren. Der Herr möchte nicht, dass du die Kontrolle über dein Leben verlierst. So wie Kain sie über sich verloren hat. Und zum Schluss konnte er sich nicht mehr selber helfen. Der Punkt, der immer Wiederkehr war, erreicht. Er war jetzt so in seinem Hass drinnen, dass er gegangen ist und seinen Bruder ermordet hat. Als Kain an dem Tag aufstand, hat er sich nicht vorgenommen, ach, ich denke, ich ermorde heute meinen Bruder. Nö, es sind plötzlich Kräfte in seinem Leben freigesetzt worden, die er nicht mehr kontrollieren konnte und die ihn dazu gebracht haben, Dinge zu tun, die er eigentlich gar nicht wollte.
Genauso geht es dir auch. Jetzt hast du die Sünde zu sehr gefüttert. Jetzt übernimmt sie dich und überwältigt sie dich. Und jetzt bist du nicht mehr Herr deines Wesens. Es gibt verschiedene solche Typen in der Bibel. Wieder und wieder begegnen sie uns. Wir erinnern uns an die Brüder von Josef. Der Vater hat sein Angesicht leuchten lassen über den Josef. Josef rauf, Josef runter, Josef links, Josef rechts. Josef, was wollen wir denn heute zum Frühstück und zur Nachspeise, Josef? Und seine Brüder, die waren so eifersüchtig zum Schluss, dass sie ihn nicht mehr grüßen konnten. Die konnten ihn nicht mehr anschauen. Hast du das auch schon mal erlebt, dass wenn du in den Raum gekommen bist, dass Leute sich weggedreht haben? Also ist mir schon passiert. Ist dann irgendwie komisch. Und wenn du dann im Reinen bist mit Gott, dann denkst du dir, pff. Aber wenn du nicht im Reinen bist mit Gott, dann trifft dich das wie ein Pfeil und singst dir, was haben die gegen mich? Weiß deine Umgebung, dass du Christ bist. Wenn man dich anklagen würde des Christentums, gäbe es dann genug Beweise, um dich zu überführen und dich schuldig zu sprechen. Ja, diese Person ist ein Christ. Überleg dir das mal, denk dir mal drüber nach. Es ist gut für dich, dich eindeutig festgelegt zu haben für Jesus. Du musst es nicht auf penetrante Art und Weise machen, aber es ist gut für dich, für deinen inneren Menschen. Und es ist wichtig, dass du das machst. Amen. So, die Brüder von Josef, die sind gescheitert, bis der Herr sie dann wieder hergestellt hat. Denk an Saul, eigentlich ein Mann Gottes, der dann einen Mitarbeiter bekommen hat, der die Drecksarbeit für ihn gemacht hat, nämlich David, der das alles sehr gut gemacht hat, was der König Saul nicht mehr machen wollte, der für ihn gesiegt hat. Aber die Siege, die hat er nicht gefeiert, der Saul, sondern er wurde neidisch auf David. Und da heißt es dann, ein Kapitel, nachdem David Goliath besiegt hat, heißt es vom König, und Saul wurde für immer Davids Feind. Für immer. Da hatte plötzlich David einen zweiten Goliath in Form des Königs. Und der Goliath war schlauer, stärker, mächtiger, hatte mehr Arme, mehr Köpfe, mehr Beine, der König und seine Elitetruppen, die den David dann gejagt haben. Ein Kapitel hat es gedauert. Ein Kapitel, bis der Hass durchbrach. Und wenn da steht, er wurde für immer Davids Feind, dann heißt es, es hat der Hass von ihm so sehr Besitz ergriffen, dass er den nicht mehr kontrollieren konnte. Eine Kraft hat von ihm Besitz ergriffen, die ihm die Kontrolle entzogen hat. Und der Herr sagt, ich möchte nicht, dass es bei dir so weit kommt. Sein Wort für alle von uns, für manche mehr, manche weniger. Aber ich weiß in meinem Herzen ganz genau. Der Herr sagt zu dir schon, die ganze Zeit, mach endlich und du machst immer nicht. Denk dran, das Segensfenster schließt sich und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem es zu ist. Und dann ergreifen Kräfte von dir Besitz, die du nicht mehr kontrollieren kannst. Dann machst du dummes Zeug, von dem du weißt, dass es dummes Zeug ist und du kannst dir nicht helfen. Es gibt sogar die Situation, an der Gott dann sagt, okay, jetzt ist Schluss. Und zwar kommt es dreimal vor im Buch Jeremia. Da steht, du Jeremia, bitte nicht für dieses Volk und erhebe weder Flehen noch Gebet für sie und dringe nicht in mich, denn ich werde nicht auf dich hören. Brauchst gar nicht beten für die, ich werde dich nicht erhören. Die haben so viele Gelegenheiten gekriegt, nicht nur eine oder zwei oder drei, sondern 20, 30, 40, 100, 1000 und die wollten mich immer nicht. Und jetzt kannst du beten, so viel du willst, ich höre nicht mehr. So diese Situation gibt es auch, dass Gott den Fürbitter nicht mehr hört. Und dann kommen große, massive, furchtbare Krisen. Und dann wendet sich das Volk zurück zu Gott. Jeremia 11, 14. Ich werde nicht hören, wenn sie wegen ihres Unglücks zu mir rufen. Gerade sagt er, ich werde dich nicht hören, wenn du Fürbitte für sie tust. Und jetzt ist es so schlimm, dass die Atheisten selber zu Gott rufen. Und jetzt sagt Gott, nö, jetzt ist es zu spät. Ich werde nicht hören, wenn sie zu mir rufen. Ich würde mal sagen, da hast du wirklich schlechte Karten. Und dann geht es noch weiter in Jeremia 14. Und der Herr sprach zu mir, bitte nicht für dieses Volk zum Guten. Also für Gericht kannst du ruhig beten, dann räume ich die ab und dann kommt eine neue Generation. Und mit dieser neuen Generation kommt neue Hoffnung, neues Leben, neue Erweckung. Es geht weiter. Sag mal mit mir, es geht weiter. Aber mit anderen Leuten. Wir kennen die berühmte Stelle im Jakobus Kapitel 5, Vers 17. Elia war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete und es regnete nicht 3,5 Jahre.
Hast du dir schon mal überlegt, was der Mann da gebetet hat? Wenn es nicht regnet 3,5 Jahre, dann wächst nichts 3,5 Jahre. Dann muss der Bäcker zumachen, nicht weil das Gas zu teuer ist, sondern weil er kein Brot zu backen hat. Wenn der kein Brot zu backen hat, dann hast du nichts zu essen. Das ist eine massive Krise. Und die ist Jahr für Jahr für Jahr weitergegangen, bis das Entsetzen groß war im ganzen Land. Und dann, nach 3,5 Jahren, spricht Gott zu Elia und sagt, jetzt kannst du wieder für die Leute beten, jetzt erhöre ich dich wieder. Und er sagt, gut, Herr, du wirst Regen geben, jetzt gebe ich Regen. Und dann geht er so schnell wie er kann, runter zum König und sagt, Gott gibt Regen. Und dann versammelt er das Volk auf den Karmel und dann steht das Volk da. Und er spricht zu diesem Volk, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten und könnt euch nicht entscheiden? Wenn der Herr Gott ist, dann dient ihm. Wenn der Baal Gott ist, dann dient ihm. Baal war der Gott, der für den Regen zuständig war, für die Umwelt, für das Klima, für diese Dinge. Entweder betet den Planeten an oder betet den Herrn an. Weil das Volk hat sich nach 3,5 Jahren nicht entscheiden können. Ja, der König will, dass ich den Baal anbete und er fördert das auch. Und, und die Presse fördert das und im Fernsehen kommen immer nur gute Sachen über den Baal. Man steht also gut da, wenn man sich zu dieser Gruppe hält. Und es kommt Elia. Das ist einer. Auf der einen Seite, auf der Baal-Seite, steht die ganze Regierung und der König und alle und die Isabel und was weiß ich wer alles. Und auf der anderen Seite steht einer. Elia natürlich. Und Elia stellt sich vor diese Leute hin und sagt, jetzt entscheidet euch. Entweder für den Herrn oder für den Baal. Für was entscheidest du dich? Es hat erst wieder geregnet, nachdem Elia dann gebetet hat und nachdem Gott Wunder getan hat, Regenwunder, Versorgungswunder getan hat, dann waren alle Leute plötzlich wieder begeistert von ihm und haben sich zu ihm bekannt und haben gebrüllt. In deiner Bibel steht, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Aber weißt du, was da im Hebräischen steht? Eliahu, Elia. Weißt du, was der Name Elias im Hebräischen ist? Eliahu. Also die haben beides gebrüllt, die haben gebrüllt, der Herr ist Gott, ja. Und gleichzeitig haben sie gesagt, Elia, du bist der Man, sprich zu uns. Wir sind jetzt offen, wir entscheiden uns jetzt für Jesus. Dann hat eine Erneuerung stattgefunden. Schau, der Herr möchte auch in unserem Land Erneuerung geben. Und es liegt jetzt ein bisschen an dir und mir. Und für dein eigenes Leben Erneuerung geben. Aber es liegt an dir. Entweder du entscheidest dich jetzt, wo der Herr dich ruft, zu ihm. Oder die Krisen, die waren so übel und schlimm und schwierig und penetrant, dass du irgendwann in deiner Verzweiflung zu Gott rufst. Und dann schickt er dir schon einen Elia. Dann rufst du eben dann zu Jesus und dann kommt er auch in dein Leben. Aber warum durch dieses ganze Elend durchgehen? Sag doch jetzt ja zu ihm. So für diejenigen, die Jesus noch nicht in ihr Leben eingeladen haben. Und die jetzt sagen, okay gut, dann bei Gott mache ich halt endlich ganze Sache mit ihm, egal was die Leute reden, ich bekenne mich jetzt zu Jesus. Wenn es dich betrifft, wenn du das machen möchtest, dann beten wir jetzt miteinander und du kannst Jesus in dein Leben einladen. Du wirst dann von Neuem geboren und bekommst ewiges Leben und einen neuen Anfang. Amen. Und viele Krisen werden in deinem Leben gar nicht erst passieren, weil der Herr die Hand drauf hat. Okay, lass uns die Augen zumachen und wir beten miteinander. Sag mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Und ich gebe heute deinem Reden nach. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Herr. Vergib mir meine Sünden. Gib mir ewiges Leben. Mach mich neu. Herr, ich empfange jetzt. Und jetzt schnaufst du mal tief ein. Und jetzt bist du ein Kind Gottes, wenn du es nicht schon vorher warst. Und alle, die das mitgebetet haben, für die gilt es ganz genauso hier im Saal. Amen. Wenn du dich jetzt zum ersten Mal für Jesus entschieden hast, würde ich mich freuen, von dir zu hören. Du erreichst mich ganz einfach. Schreib mir eine E-Mail an pastor@onlinekirche.org. Und dann freuen wir uns mit dir. Amen. Gottes Segen.